Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Memoria. Hallo. So, wir müssen den Busch nochmal finden, denn wir haben uns beim letzten Mal, also ich habe beim letzten Mal einfach nachgeschaut, bei den Tipps. Und da hieß es, dass der Busch nördlich davon, könnten wir ein Seil finden. Jetzt müssen wir nur den Busch wiederfinden. Der war ja in diese Richtung, von dem Kaninchen aus. Oder auch nicht. Ihr dürft bitte mal weg sein, ja bitte? Danke. Okay, vielleicht war es doch nicht in diese Richtung. Dann war es in die Richtung oder in die rechts daneben? Ne, viel gibt es ja nicht mehr, ne? Dann gehen wir mal den Pfad wieder entlang. Ich glaube nämlich, der hat uns direkt zu dem Busch geführt. Oder ich meine es zu glauben. Ja, hier habe ich aufgehört, die Dinger zu legen. Das war ein bisschen doof. Und jetzt sind wir schon wieder hier. Ich werde jetzt aber immer auch nach links gucken, damit ich das Seil auch nicht übersehe oder einfach mal dran vorbeilaufe, Leute, weil, das würde mir stinken. Hier fahren wir gerade, glaube ich. I think so. I don't know. Ich wusste doch, aber das finde ich zumindest gut. Ich wusste, dass wir ein Seil brauchen werden. So. Hier ist auch noch eine Spur. Sie sieht aus wie alle anderen. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Naja, da es hier nirgendwo mehr hingeht, wohl nicht. Sie sieht aus wie... Für mich... Da hier eine Sackgasse ist, bist du wohl nicht auf dem richtigen Weg, Mädchen. Tja. Life is hard sometimes. Oh, Schweinchen. Hallo. Okay. Starr mich nur an. Du bist doch auch nicht schlauer als ich. Sieht aus, als sei ich dem falschen Schwein gefolgt. Leider. Aber haben wir das Schweinchen immerhin auch noch gefunden? Das ist doch schön. Oh, jetzt irre ich hier schon zwei Parts drin rum, ne? Das ist ein bisschen nervig. Ich will es aber auch nicht einfach überspringen, weil das finde ich doof. Überspringen ist doch echt blöde. Ich meine, ich habe jetzt schon nachgeguckt und ich habe hier das Seil einfach nie gefunden. Ja. Oder ich verirre mich wie jetzt. Jetzt habe ich wirklich einen Weg verpeilt. Oh, damn. Das finde ich, sieht jetzt aber anders aus. Ey, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht mehr zu diesem blöden Busch finde und dann einmal nach, also oberhalb gehe oder nach Norden oder was da stand. Gehen wir mal dort lang. Yeah, great. Jetzt laufe ich auf jeden Fall im Kreis. Okay, noch eine schöne Lichtung. Super, voll gut. Ist aber nicht dort, wo ich hin möchte, leider. Ich meine, eine Karte im Kopf bringt einem zu haben, bringt einem da auch nicht wirklich viel, Leute. Müsst ihr auch bedenken, denn das muss ja nicht unbedingt realistisch gehandhabt sein, diese Abschnitte. Die müssen ja nicht unbedingt wie so ein Steckpuzzle zusammen sein. Nicht, ist schon richtig, dachte ich. Ich glaube, hier war ich schon lang. Ja, war ich schon. Ich erkenne den Hintergrund, glaube ich, wieder. Das sind jetzt mittlerweile auch ein bisschen viele. Ah, ich bin so ein Held. Okay, nochmal zurück. Nochmal ganz zurück. Da lang. Bitte nicht wieder rausklicken, sonst sagt die X-Story wieder auch, du hast den Part beendet. Das ist ja cool. Ich hoffe nur, der andere ist auch wirklich in Ordnung. Der andere Part. Hier war ich doch gerade schon. Gott, ich bin so ein Held, ne? Geh zurück, Mädchen. Okay. Nochmal ganz zurück. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Also nicht ganz von vorne, aber von hier. Ah, seht ihr? Ich gehe jetzt nämlich mal dort entlang. Dann führte mich das eher zu dem Busch, denke ich. Ich kann ja mal hier lang gehen. Ich hätte umherirren sollen, bis ich den Pfad gefunden habe und dann zurücklegen. Die Spuren. Jetzt bin ich verwirrt. Ich weiß nicht mehr, wie ich zu dem Busch komme. Den Anfang kenne ich ganz gut. Den Teil hier nicht unbedingt. Ohne einen Führer schaffe ich es nie dort hinauf. Ich hatte wohl auf die anderen Berge. Ach, Sadja. Wenn du nur so schlau wärst, wie du hübsch wärst, ne? Jetzt sind wir wieder hier. Warte mal, aber hier war doch der Dornbusch in der Nähe, oder? Meine ich das nur? Die Pilze. Die Pilze, ja, das ist richtig. Hier, okay. Jetzt muss ich einmal nach Norden.
Ach, hier ist das, wie ich das Seil nicht gesehen habe. Oh Mann. Ich war doch schon hier, Mensch. Mensch, ich war doch schon hier. Da sind die Pilze, dann hierhin zurück. Ja, okay, Leute, aber das schaffen wir jetzt. Dann hierhin. Und ich glaube, dann hier lang zurück. Ich versuche mir den Weg jetzt auch einzuprägen. Ich hoffe, das klappt. Nein, wo ist diese blöde Kaninchen hin? Da, sehr gut. So, jetzt schnappt ihr verdammt nochmal mit diesem Seil den Dolch. Und dann geht's schnell wieder dahin zurück. So schnell es geht, nur irgend geht. Ach, geht doch. Seht ihr? Hab ich richtig gedacht. Ich muss nur das blöde Seil finden und das war ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dann bin ich da oben lang. Aber wie bin ich noch dem Dings gefolgt? Hier aber nicht mehr, oder? Nee, doch, da war ich noch gefolgt. Ach gut, hier bin ich auch richtig. Ist okay. Macht nix. Läuft. Läuft. Alle Wege führen nach Rom, ne? Irgendwann. Oder auch auf einen Berg, da führen sie auch oft hin. Sehr gut, da haben wir den Dornbusch, jetzt zerhacken wir den. Und jetzt geht's endlich weiter, Leute. Wurde doch Zeit. Aber ich mag an sich solche Spiele, also... Ja, würdest du jetzt viel weitergehen, Mädchen? Dankeschön. Mensch, bist du nett. Kriegen wir jetzt bitte noch ein Achievement dafür, dass ich hier durch bin? Und der Stab, warum will er den nicht haben? Ah, ich glaube, er hat sich hier verfangen. Hat sich dahinter etwas bewegt? Es ist zu nebelig. Ich kann nichts erkennen. Großartig. Ich habe das Gestrüpp mitgenommen. Es ist einigermaßen trocken. Ein Wunder bei dem Nebel. Und ich soll Feuer machen. Hat sich dahin... Es ist... Ich gehe keinen Schritt näher. Nicht, bevor ich sicher bin, dass hinter diesem Netz nichts lauert. Er hängt im Netz fest. Was für eine armselige Falle. Ich gehe keinen Schritt nicht. Okay. Das reicht noch nicht als Waffe. Ja, dann nimmst du den. Um es mit ihr aufzunehmen, brauche ich etwas Eindrucksvolleres. Ja gut, dann nimm die Feuersteine und zünd's an. Für ein Feuer muss ich das Gestrüpp erst irgendwie bündeln. Wir haben auch noch ein Seil, Mädchen. My goodness, muss ich hier alles alleine machen. Das ist ja schlimm. So, jetzt haben wir schön Feuer, voll geil. Jetzt zünd den Scheiß an. Ja, und jetzt da war Spinni. Den Stab. Ah, oh, Prinzessin, ich hatte mich bereits auf die nächsten 1000 Jahre eingestellt. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wo ist er lang? Da hinten über den Baumstamm. Cool, und die Megaspinni? Die lässt einfach hocken, okay. Gut, sie folgt uns nicht. Wir sind sicher. Vertraust du mir jetzt? Ihr habt mich doch nur gerettet, damit ich euch sage, wohin euer verräterischer Führer geflohen ist. Hör auf, an mir zu zweifeln und beginne endlich mir zu vertrauen. Ich vertraue euch erst, wenn ihr mir sagt, was ihr mit mir vorhabt. Nichts. Ich habe nichts mit dir vor. Es liegt ganz allein an dir, ob du mir hilfst oder nicht. Das glaube ich nicht. Ich ziehe in eine Schlacht, deren Verlauf kein Wesen voraussehen kann. Ich folge einem Plan, der sich nicht planen lässt. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und wie ein Gaukler baue ich mir daraus ein Sicherheitsnetz. Aber woher wisst ihr, dass das Netz am Ende halten wird? Das weiß ich erst, wenn es soweit ist. Alles, was ich tun kann, ist fallen. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass das alles kein gutes Ende nehmen wird? Vertrau mir. Tja, weil es so kommt. Ich habe besser vorgesorgt, als du glaubst. Stufe aufgestiegen, Level up. Was? Was? Wie? Defeat the Spider. Okay, das ist geil, das ist cool. Ich mag das Spiel, Leute. Spiel erwartet. Ich würde gern vorher speichern, weil das muss ich nicht nochmal haben. Speichern wir aber mal hier. Zap. So. Läuft. Nein. Läuft. Mach weiter. So. Ach, guck mal, das hat das Pferd aufgeschlitzt. Sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Irgendjemand zumindest. Mir fehlt die Vision. Neben dem Blutgeruch kann ich noch etwas anderes riechen. Hat der Feigling etwa seinen Dolch mit Gift präpariert? Und ein Pferd einfach so umgebracht? Es tummeln sich schon die Fliegen in der Wunde. Das Fleisch rühre ich nicht mehr an. Ach, komm, die paar Fliegen. In der Not. Er steckt zu tief im Baum. Aber ohne Bogen kann ich ohnehin nichts damit anfangen.
Soll ich ihn angucken? Das ist bestimmt nicht Rachmanns Pfeil, aber ich bin mir sicher, er hat ihm gegolten. Ja, leider hat er nicht getroffen, wie man sieht. Oh, endlich etwas Wärme. Das Holz glimmt noch. Bis vor kurzem war noch jemand hier. Es wurde ja auch immer nebliger. Im Zelt liegen noch ein paar Felle. Sie haben einfach alles stehen und liegen gelassen. Der Größe nach zu urteilen, haben hier zwei Leute gelagert. Dann war es nicht Rachwan, der hier gelagert hat. Damn, er hat sie wahrscheinlich nur überfallen. Damn, damn, damn. Du willst dem folgen? Der hat einfach so ein Pferd mit Gift abgemetzelt, die Sau. Feiger Verräter, ganz ehrlich. Och, jetzt geht das Spiel weiter, ne? Oh, Leute. Also, das Spiel soll weitergehen, aber nicht der Labyrinth-Scheiß. Das reicht mir. Och, komm schon. Ich dachte, wir hätten das Labyrinth-Kack hinter uns gelassen. Oh, something happens. Jetzt ärgere ich mich, vielleicht hätte ich noch was finden können. Endlich. Die erste Etappe ist geschafft. Aber dort hinauf schaffe ich es niemals ohne Führer. Ich dachte, ihr seid vorbereitet, Herrin. Da am Wasserfall ist jemand. Und mindestens einer davon kommt mir doch sehr bekannt vor. Ha. Kann ich nochmal... Ich darf nicht mehr zurück. Nein, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe was verpasst. Dammit. Geht jetzt von hier aus zum Wasserfall? Okay. Bei Rondra. Ich glaube, seine Klinge war vergiftet. Hättest du nur ein Schwert benutzt und nicht diesen vermaledeiten Bogen. Ganz ruhig. Wenn du dich aufregst, verteilt sich das Gift nur noch schneller in deinen Venen. Bist du sicher, dass uns niemand gefolgt ist? Wo ein Verkina aus dem Busch springt, ist die restliche Sippe nicht weit. Keine Sorge, er hat keine Haare. Er ist ein Ausgestoßener, ein Unehrenhafter, der seine Gegner feige vergiftet. Ich werde ihn für seine Schandtat büßen lassen. Das sind Rondra-Amazonen. Ich hatte gehört, dass sie ihre Festung westlich von hier haben. Aber was machen sie so weit draußen? Kümmert euch nicht darum und verschwindet von hier. Nein, ich brauche den Mistkerl. Nur er kennt den Weg nach Draconia. Oh, Amazonen, großartig. Den Göttern zum Gruße. Wie ich sehe, habt ihr einen Verkina gefangen. Wer seid ihr? Die Wahrheit sagen. Komm, wir sind ehrlich. Ich heiße Satya. Der Verkina sollte mich durch den Raschtulswall führen, bevor er mich niederschlug und ausraubte. Danke, dass du ihn für mich gefangen hast. Hör nicht auf sie. Siehst du nicht die Finsternis in ihren Augen? Ich habe die Situation im Griff, Mutter Löwin. Ihr wart leichtfertig, einem solchen Mann zu vertrauen. Ein Verkina ohne Haare ist ein ehrloser Verkina. Und ein Mann ohne Ehre ist ein Mann ohne Gottesliebe und Stolz. Und als solcher zu allem fähig. Wohin sollte er euch führen? Auch da können wir die Wahrheit sagen. Ich bin auf dem Weg nach Draconia. Zum Konzil der Elemente? Warum? Ich will mich dem Heiligen Heer dort anschließen. Und in die Schlacht in der gorischen Wüste ziehen. Dann haben wir dasselbe Ziel. Nicht Draconia, aber den Krieg. Erschieße sie. Sie ist böse. Okay. Ihr was ist mit der Alten los? Wahn. Bitte beruhigt euch. Gorische Wüste. Gibt es Neuigkeiten vom Schlachtfeld? Die Truppen aus Zorgan sind auf dem Weg nach Ankopal. Bereit, das Zentrum des Bösen zu attackieren. Sie warten nur noch auf die Verstärkung, die derzeit in Draconia vor Anker liegt. Derweil sammeln sich die Horden der Finsternis in der gorischen Wüste. Eine glorreiche Schlacht steht uns bevor. Es geht nicht um eine glorreiche Schlacht, ihr werdet ihr alle sterben, ihr Naps-Mission. Du bist sehr jung für eine Kriegerin. Wenn das Schicksal uns ereilt, können wir nicht warten. Wir müssen handeln, wie uns befohlen. Für Außenstehende ist das schwer zu verstehen. Glaube mir, ich verstehe dich. Vor wenigen Monaten hat unsere oberste Löwin eine Vision unserer Göttin Rondra empfangen. Ein roter, brennender Löwe. Das Symbol unserer Göttin. 20 Ähren, davon nur die Hälfte gereift. Sie stehen für mich und meine Schwestern und die Statue einer mächtigen Kriegerin, umschlungen von einer dämonischen Kreatur. Lange haben wir kein so deutliches Zeichen mehr erhalten. Wenn die Löwin spricht, müssen wir gehorchen. Oh Leute, eine Kriegerin umschlungen von einer dämonischen Kreatur. Kann es sein, dass Saja von diesem Stab vergiftet wird im Grunde? Vielleicht ihr Verstand vergiftet oder so? Eigentlich scheint er ja nicht so schlimm zu sein, aber...
Werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt. Verwundete? Was ist mit deiner Gefährtin? Wir hatten unterhalb der Nebeldecke unser Lager aufgeschlagen, als der Ferkiner uns überraschte. Er erdolchte mein Pferd und vergiftete meine Schwester mit seinem Dolch. Wir nahmen ihn gefangen und um weiteren Angriffen zu entgehen, zogen wir uns hierher zurück. Zum Glück ist das Gift harmlos, aber es verleitet zu Fieberträumen und zu Schläfrigkeit. Okay, lasst ihn frei. Warum lasst ihr den Ferkiner nicht frei? Niemals. Er ist gefährlich. Ihn. Es müsste schon ein göttliches Wunder geschehen, dass ich einen feigen Mörder wie ihn wieder ziehen lasse. Na toll. Ich will auch nicht, dass er freikommt. Umsehen. Ja, aber nähert euch nicht dem Gefangenen. Ihr werdet sonst schneller einen Pfeil in eurer Hand spüren, als euch lieb ist. Wie nett ihr zu ihr seid. Sie ist genau wie ich. Es wird nicht leicht, ihr Rachmann abzuschwatzen. Es sei denn... Willst du jetzt doch helfen? Ich habe zumindest einen Einfall, aber dafür brauche ich seine Halskette. Was hast du vor? Bringt mir die Kette und ich zeige es euch. Ja toll, wie soll ich die Kette bringen? Auf dem Schild ist ein großer flammender Löwe eingraviert, das und Zeichen Scheiß. Der Göttin Rondra. Ihr wollt diesen Kriegsgeweihten allen Ernstes ihre Rüstung rauben? Nein, das wäre dumm. Ich habe mich nur eben gefragt, was ich tragen werde, wenn ich in die Schlacht ziehe. Und ob wir dann Seite an Seite kämpfen werden. Ihr könnt euren Tod wirklich nicht erwarten, oder? Wenn du nicht verstehst, dann halt den Mund. Solange sie hier liegt, ist das Mädchen beschäftigt. Rachwan hat ihr erst das Pferd aufgeschlitzt und sie dann mit seiner Klinge vergiftet. Ich kann mir nur vorstellen, wie dreckig der Kampf gewesen sein muss. Das ist auch ein dreckiges Arsch. Und Aas. Okay, lass aber. Wir könnten den Stein nehmen. Guck mal, der fehlt dort. Der Stein gehört hier hin, oder? Was für mal da rein? Die zeigt eine Frau mit einem Kind im Arm. Sind das? Okay. Da steht ein Mann mit einem Speer. Die Bilder wurden erst in den Felsen geritzt und dann bemalt. Hübsch. Die Bilder wurden erst... Hübsch. Okay. Zwei Männer jagen irgendein unförmiges Tier. Eine Gruppe Menschen sitzt friedvoll an einem Feuer. Ein Apfel hängt von einem Baum und ein Mann holt ihn herunter. Das ist aber ein riesiger Apfel, so hätte ich auch gern mal. Das Bild eines Drachen. Und hier fehlt auch aber was. Ein weiterer Stein. Aber ich kann damit nicht interagieren. Ich kann hier weitergehen und ich kann mit dem Typen reden. Holt mir seine Kette und ich zeige euch was. Ich brauche deine Kette. Haltet Abstand vom Ferkiner. Ja gut, dann... Keine Ahnung, kann ich nicht machen. Ich habe auch nichts, was ich hier anmachen könnte oder so. Also, ziemlich sinnfrei. Gehen wir mal weiter. Achso, ich kann da oben hin. Das ist ja schön. Und dann den Ast irgendwie benutzen. Ich werde aber mal speichern, Leute. Ich weiß nicht, ob es hier auch ein Schnellspeichern gibt. Bestimmt. Aber nicht für mich. So. Ja, die sind wir aber aus dem blöden Labyrinth raus. Ich hoffe, es bleibt auch so. So, was können wir jetzt hier machen? Die beiden Äste haben sich verhakt und drücken sich gegenseitig hoch. Wie ungewöhnlich. Ah. Das ist in der Tat. Mit bloßen Händen bekomme ich die Äste nicht auseinander. Mir fehlt die Vision. Dir fehlt auch noch was anderes, Mensch, Mädchen. Ja, und nu? Die Amazonen haben sich im Schatten und Getöse eines mächtigen Wasserfalls versteckt. Ich trinke erst, wenn ich weiß, dass ich sicher bin. Du wirst nie sicher sein, wenn du weiter mit dem Narren da unterwegs bist. Dem Dreckschwein. So, wahrscheinlich kann ich mir jetzt die Kette holen, indem ich da und so. Ich kann ihn noch mit einem Stein erschlagen, das wäre schön. Besser nicht. Schade. Das hätte er verdient, das ist nämlich ein Drecksau. Ich sehe, was ihr da macht und ich rate euch, lasst es sein. Ich muss das indirekter machen. Ja, aber wie? Ich könnte ihn ja noch ein bisschen tiefer hängen lassen am liebsten, aber... Dann müsste ich den Ast abhacken und dann fällt er ins Wasser und dann ertrinkt er vielleicht, wenn wir Glück haben.
Ich trinke erst, wenn ich Rachwan befreit habe. Es ist nur ein kleinerer Kanal des Wasserfalls. Ja, aber das ist wichtig, genau. Denn wir wollen, dass die Kette ins Wasser fällt. Ich brauche deine Kette. Haltet Abstand vom Ferkina. Drecksstück, das er ist. Oh, komm, das schlag ihn mal mit dem Stein. Okay, wir müssen ihn irgendwie da reintunken, zumindest die Kette, damit sie sich löst. Nur was können wir noch machen? Es gibt ja nichts mehr, was wir an Interaktionspunkten noch hätten. Den Stein können wir da reinlegen, damit die Kette aufgehalten wird. Ist der Wasserfall... Kein Plan, Leute. Ganz ehrlich, kein Plan. Ach, wir haben den Ast bekommen. Dann nutzt den mal bei ihm. Vielleicht können wir ja damit die Kette holen. Oder so. Oder von ihm lösen. Ich sehe, was ihr da macht. Und ich rate euch. Ah, ich weiß, wie. Ja, ich muss das indirekter machen. Bla, 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 bla. Wir nehmen einfach den Ast und schmeißen ihn in den Wasserfall. Einfach in den großen Wasserfall rein, dann kommt er da runter und verhakt sich in der Kette, nimmt die Kette mit, läuft. Yay! Und wir können die Kette ganz einfach mitnehmen. Danke. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich euch in der Grabkammer eine Vision schickte. Als Erklärung für das Blutritual. Du meinst das Bild von meiner blutenden Hand, der glimmenden Räucherschale und dir? Richtig. Nun... Ihr könnt mit dem Gefangenen nicht reden, da das Mädchen sonst Verdacht schöpft. Aber ihr könnt ihm eine Vision schicken und ihn auffordern, sich mit ihr gutzustellen. Und wie? Mit dem Zauber des Visionenschickens, den ich nun in eure Hände lege. Ach, wie schön. Guck mal, wir kriegen einen neuen Zauber. Ist das nicht schön? Yay! Geil. Vision schicken. Richtet ihn auf die Halskette in eurer Tasche und ich erkläre euch alles Weitere. Okay. Der Zauber wirkt nur auf jemanden, von dem ihr einen persönlichen Gegenstand besitzt. Und ihr könnt auch nur Visionen von Dingen schicken, die ihr in der Nähe seht. Sagt dem Gefangenen nun ganz allein über 3 Visionen, dass er sich mit der Amazone gutstellen soll. Ganz allein über 3 Visionen? Ja. Richtet seine Aufmerksamkeit auf seine Peinigerin, dann auf ihn und letztlich auf ein Symbol für Freundschaft und Geselligkeit. Sehr einfach. Er wird diese 3 Dinge unweigerlich zusammen denken und sich nicht dagegen wehren können. Die Reihenfolge der Visionen spielt dabei keine Rolle. Ja, easy. Sie, dann ihn, jetzt dich, oder dem das, und dann dich. Dum, dum, dum. Alle Glück zu, Lascha Savcha. Sei still! Es hat nicht geklappt. Abwarten. Zul, Savcha. Bitte erfüllt mir einen Gefallen. Nehmt diesen Fetzen von meinem Umhang und knebelt dem Ferkina den Mund. Keine Tochter Rondras hat eine solche Beschimpfung verdient. Sollen wir das jetzt wirklich machen? Ah, warte mal. Jetzt können wir nämlich denselben Kram von ihr machen. So, und zwar ihn. Lagerfeuer. Und sie? Das wird nicht funktionieren, oder? Das wird definitiv nicht funktionieren. Ich bekomme diesen Ferkina nicht aus dem Kopf. Was soll ich nur mit ihm machen? Okay, wir müssen jetzt rausfinden, was wir... Oh, wir könnten ganz schlimm sein, Leute. Oh... Wirklich? Jagd, Apfel. Wir haben nur eins von ihr, ne? Ja. Er, sie und Frau. Frau mit Kind. Ich bekomme diesen Ferkina nicht aus. Nein, schade. Ich dachte, was wir können die jetzt dazu bringen, dass die beiden miteinander, ne, und so. Egal. Dann machen wir es nochmal. Wir müssen das jetzt dasselbe ja mit ihr machen, definitiv. Ich meine, wir hatten gerade das Tutorial, das war sehr einfach. Wir können ihn ertränken lassen, das wäre doch schön. Wir müssen definitiv doch was hier mitmachen, und mit der Rüstung oder so. Rüstung, ihn. Wahrscheinlich töte ich ihn jetzt.
Das Symbol meiner Göttin und der Ferkina? Oh, sagt mir, was soll ich mit ihm machen, Orundra? Ah, das war schon gut. Leute, das war schon gut. Aber im nächsten Part sehen wir leider erst, wie das hier zu Ende gehen wird. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn es wieder das Let's Play Memoria. Bis dann, Leute. Tschüss.